Ute, wenn ich in PowerPoint ein Bild folienfüllend einfüge, dann habe ich oft das Problem, dass ich nicht weiß, ob die Qualität sowohl am Bildschirm als auch beim Drucken passt. Außerdem bin ich mir bezüglich des Dateiformats nicht ganz sicher. Kannst du mir da bitte weiterhelfen? Ja, die Qualität oder die Auflösung des Bildes wird in DPI gemessen und du brauchst als Kompromiss zwischen Bildschirmdarstellung und Drucken normalerweise 150 DPI. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass eine Folie 33 cm breit ist, also 13 ein Drittel Inch, und 19 cm hoch, also 7,5 Inch, dann brauche ich für ein folienfüllendes Bild 1125 Pixel in der Höhe und 2000 Pixel in der Breite. Das kannst du aber in PowerPoint nicht sehen. Geh doch bitte mal in deinen Explorer. Gut, also ich habe jetzt das PowerPoint-Bild. Du sagst, hier sehe ich es nicht. Dann gehe ich in den Explorer, da habe ich es. Rechter Mausklick. Ja. Eigenschaften ganz unten Eigenschaften. und da jetzt bitte die Details. Details. Und da siehst du, dass deine Auflösung nur 72 dpi ist. Das würde für den Bildschirm ausreichen, aber für ein folienfüllendes Bild kommst du nicht auf die erforderlichen 2000 Pixel in der Breite. Das heißt, bei einem sehr großen Bildschirm würde man da schon einen Qualitätsverlust sehen. Okay, und noch die Frage zum Dateiformat. JPEG ist in Ordnung. Für ein Foto ist JPEG auf jeden Fall in Ordnung. Wenn du Einfluss auf die Qualität hast, solltest du beim Speichern auf eine relativ hohe Qualität achten. Wenn das jetzt ein Logo wäre, würde ich dir PNG empfehlen, weil da die Qualität nicht beim Speichern verringert wird. Wenn das eine Strichzeichnung wäre, würde ich dir SVG bzw. in älteren Versionen EMF empfehlen.